Die vielen neuen Vorschriften, insbesondere auch die Anforderungen an das zu unterlegende Eigenkapital, machen es oft sehr schwierig, kombiniert natürlich mit der Zinspolitik der EZB, sehr schwierig für die Banken, Gewinne zu erwirtschaften. Das heißt, die Margen schrumpfen, was natürlich die Banken wahrscheinlich dazu verlocken wird, wiederum in riskantere Geschäftsmodelle auszuweichen. Jetzt gibt es wieder vermehrt Asset-Backed Securities. Das sind diese ganz toxischen Wertpapiere, die ja die Krise überhaupt erst mit ausgelöst haben. Ist das nicht irgendwie alles absurd? Da haben Sie recht, also diese niedrigen Zinsen oder die Zinspolitik der EZB führt dazu, dass die Banken mit den konventionellen Geschäftsmodellen viel weniger verdienen können als vorher. Niedrige Zinsen bedeuten auch niedrige Zinserträge, Zinsergebnisse für die Banken. Und das wird dazu führen, dass sie auf der einen Seite natürlich das Provisionsgeschäft forcieren müssen und versuchen müssen, unabhängiger zu werden von ihren Erträgen aus dem Zinsgeschäft. Und auf der anderen Seite, und das ist ganz, ganz wichtig, vor allem für die österreichischen Banken, dass sie auf der Kostenseite Einschnitte machen müssen und auf der Kostenseite sparen müssen. Die österreichischen Banken haben im Durchschnitt eine Cost-Income-Ratio zwischen 65 und 70%. Und der europäische Durchschnitt liegt irgendwo knapp über 50%. Also das sieht man. Wenn man es positiv formuliert, die Banken haben ein großes Potenzial, hier auf der Kostenseite noch Einsparungen herbeizuführen, effizienter zu werden, zusammenzuarbeiten stärker innerhalb der Sektoren, aber auch sektorübergreifend. Es muss nicht jede Abwicklung, jedes System, das Banken haben, in jeder Bank selbst implementiert werden, sondern die Banken sind durchaus angehalten, in bestimmten Bereichen zusammenzuarbeiten und dadurch effizienter zu werden.